Hallo, moin moin und herzlich willkommen, Freunde der neunten Kunst. Den Comic, den ich euch heute präsentieren möchte, da geht es um folgende Themen. Es geht um Wikinger, um Clankriege, um Ruhm und Ehre und um Außerirdische. Ja. Und wie und ob das alles so zusammenpasst, das verrate ich euch wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Und um diesen Titel geht es heute. Cowboy. Was? Cowboy und Aliens? What? No! Nicht wohl vergriffen, sorry. Und um diesen Titel geht es heute. Wir haben ja Wikinger und Aliens am Start und keine Cowboys. The Spider King, ganz neu erschienen bei Crosscult. Ja. Und wie ihr sehen könnt, wieder in einem sehr schönen, großen Hardcover. Ich zeige euch gleich einmal den Größenvergleich zu den Standard-Crosscult-Werken. Wir haben hier das ganz neue Werk, was bei Crosscult erschienen ist, von Josh Vance und Simone d'Armini und Adrian Bloch. Die haben über mehrere Jahre über so Crowdfunding versucht, The Spider King auf den Markt zu bringen, auch mit Erfolg. 2018 ist Issue Nummer 1 bei IDW erschienen und ich glaube jetzt ungefähr vor einem halben Jahr oder ein Jahr auch das gesammelte Paperback, also im Original bei IDW, bei uns bei Crosscult, und die haben uns dann alles hier schön in ein Hardcover reingepackt. Das Ganze hat 151 Seiten und liegt bei einem Preis von 35 Euro, wenn ich mich nicht vertue. Richtig, so sieht das mal aus. Ja, und ich war sehr, sehr spontan hingerissen zu diesem Kauf, weil ich hatte den Titel, wenn ich ganz ehrlich bin, irgendwo mal ganz flüchtig gesehen, hatte es nicht so richtig auf dem Schirm, aber dieses geile Cover mit diesem sehr coolen Schriftzug und auch, ja, wie wir hier sehen können, Harolf ist hier drauf zu sehen, ein Clan-Anführer eines Wikinger-Clans. Und das sieht schon sehr geil aus, ne? Also ich weiß nicht, mich hat das sofort gecatcht. Ich zeige euch mal einmal die Rückseite, die ist jetzt nicht so besonders spannend, aber hier haben wir halt auch nochmal ein bisschen was drauf zu sehen. Ja, genau. Und ja, worum geht es bei The Spider King? Das Ganze spielt 956 nach Christus. Wir haben hier den Laxdalen-Clan, einen großen Wikinger-Clan, der sich im Krieg mit einer feindlichen Sippe mit abtrünnigen Wikingern befindet. Angeführt werden die von Arek. Und es kommt so, dass Arek seinen Bruder, der der Heeresführer der Laxdalen ist, tötet. Und somit gelangt dessen Sohn Harolf an die Clanführung und somit an die Macht. Es gehen mehrere Jahre ins Lande. Die beiden sind immer noch im Clinch und versuchen sich gegenseitig das Gebiet streitig zu machen. Und soweit sich der Konflikt dann weiter zuspitzt zwischen diesen beiden verschiedenen Anführern, geschieht es, dass urplötzlich aus dem Himmel etwas herabstürzt, mehrere Raumschiffe, und somit gelangen, ja, Aliens in diesen Wikinger-Konflikt mit rein, und die Wikinger, ja, müssen erstmal gucken, hey, was ist denn da überhaupt vom Himmel gefallen, ne? Können wir da vielleicht irgendwie was erbeuten und irgendwie unsere Vorteile daraus ziehen? Und ja, so haben wir hier ein wirklich krasses Genre, einen krassen Genre-Mix, der dann wirklich frei losdreht, weil unter diesen Aliens ist halt nicht nur Besuch aus dem Weltall, der einem wohlgesonnen ist, sondern auch der sogenannte Spider King. Und der ist eine Bedrohung für die gesamte Galaxie, weil der schon bereits mehrere verschiedene Planeten, wenn nicht sogar Universen, eingenommen hat und so mit Hilfe von Sporen, die er so abgibt, Leute in seinen Bann ziehen kann und damit kontrolliert. Und ja, wie das Ganze hier für Harolf und seine Gefährten ausgeht, ob Arak nachher am Ende eventuell vielleicht an die Macht gelangt mit Hilfe vom Spider King, das müsst ihr dann selber einmal hier bei The Spider King nachlesen, wenn euch jetzt die Story ein bisschen gecatcht hat. Ich muss ganz ehrlich sagen,
in erster Linie, habe ich es ja schon erwähnt, hat mich eben dieses Cover so ein bisschen getriggert, diesen Comic kaufen zu wollen. Ich habe ganz kurz einmal reingeguckt. Auch hier sehen wir zum Beispiel das Cover vom ersten Issue. Auch sehr, sehr geil, wie ihr das hier so sehen könnt. Mal eine ganz andere Farbe von der Kolorierung. Und dann ging es halt eben los hier mit den Zeichnungen. Wir fangen mal langsam an. Also es sieht schon sehr cartoonig aus. Man denkt dann gleich so, okay, ne, ist jetzt nicht ganz so, wie man sich das vielleicht grundsätzlich vom Artwork her so vorstellt. Wirkt ein bisschen kindlich, aber so viel sei gesagt, das ist absolut kein Werk für kleine Kinder. Wir haben hier, also ne, wenn man das jetzt einfach mal mit was vergleichen möchte, wir haben hier fast Invincible-ähnliche Panels vor uns, die ja richtig freidrehen und wo es ziemlich, ziemlich krass zur Sache geht. Zum Beispiel wie hier. Ne, ihr könnt das sehen, hier möchte Harolf dann seinen Onkel Arek eigentlich überraschen und ja, dann passiert eben was mit den Dudes, die auf diesen Baumstämmen eben noch drauf sind, ne? Und wie man das sehen kann, zermatscht es sie dann förmlich. Also hier wird wirklich mit Blut und Gekrösel nicht gespart. Also es ist wirklich krass. Aber was auch der absolute Oberhammer ist, ist hier die Kolorierung von Adrian Bloch. Also das ist mega stark. Also ich finde die Kolorierung im gesamten Band mega gut gelungen. Guckt euch mal diese grandiosen Farben hier einfach an, dieses Leuchten, wo Teile der verschiedenen Raumschiffe so abstürzen. Das sieht einfach super geil aus. Also, was diesen Comic auch wirklich einfach ausmacht, ist ein bisschen so diese gesamte Farbgebung, die Kolorierung, auch die Zeichenstile sind hier drin sehr unterschiedlich irgendwann mal. Also ich zeige euch mal, wie das zum Beispiel aussieht, wenn wir den Spider-King haben, der versucht jemanden, ja, ich sag jetzt mal, zu assimilieren, also quasi unter seine Kontrolle zu bringen, weil das auch schon wieder super genial und kreativ aussah. Ich hoffe, ich finde das jetzt gleich. Also, wie ihr schon merken könnt, oh, hier kommt dann außerirdische Technologie zum Einsatz bei einem, ja, fast also bei so einem Reittier, bei so einem Esel. Und ja, man denkt jetzt, okay, dem geht es ja nicht so gut, aber irgendwie wird er danach, kommt er danach wirklich so gestärkt hier aus der ganzen Chose raus. Ne? Und es ist einfach so abgespaced, also ich will jetzt gar nicht sagen trashig, aber es ist einfach so ein richtig geiler Genre-Mix aus Fantasy, Sci-Fi mit Action gepaart, also richtig, richtig cool. Und genau, hier haben wir das einmal, dass hier der Arek nämlich über quasi übernommen werden soll, assimiliert werden soll und wie dieser Stilbruch dann ist. Ne? Oben haben wir das noch so einigermaßen normal und hier dann auf einmal so, wie er das Ganze empfindet, fühlt und wie der Zeichenstil dann so abdreht, so richtig kreativ wird. Also es sieht einfach megamäßig geil aus. Ne? Also richtig, richtig cool. Ihr seht schon, was hier drin wirklich so abgeht. Und das haben wir dann sogar später nochmal. Ich möchte nochmal so einen kleinen anderen Stil hier drin zeigen. Ich hoffe, ich finde den jetzt noch. Und es ist nämlich eher so ein Rückblenden-Kapitel, was vom Stil dann nochmal wieder anders aussieht. Also keine Angst, ne? das ist wirklich eine Rückblende. Aber es passt irgendwie einfach rein. Ne? Also dass man so merkt, okay, wir sind jetzt einfach in einer anderen Zeit und erleben hier so ein bisschen das Kennenlernen oder nicht nur das Kennenlernen, sondern wie Harolf und Sigrid, so heißt die Dame, die ihn hier mit den roten Haaren begleitet, die zeige ich euch auch gleich nochmal in normal, wie die beiden sich so kennenlernen und dann zusammen Abenteuer erleben. Das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr cool. So, ich hoffe, ich finde Sigrid jetzt hier. Genau, da haben wir es. Hier haben wir sie. Ist auch wirklich eine richtig, richtig taffe Dame, die ja im Grunde genommen selber schon alleine losziehen möchte, im Namen ihres Vaters.
Und der möchte aber so, hey Tochter, bleib lieber zu Hause, du hast auf dem Schlachtfeld nichts zu suchen. Und dann reißt sie sich da los und geht ja, auf eine Solo-Tour und trifft dort dann auf Harolf und erlebt mit ihm dann diese abgeräte, krasse Fantasy-Sci-Fi-Story. Ne? Also das ist wirklich einfach nur genial. Ne? Guckt euch das hier nochmal an. Auch hier so mit dem Schneegestöber. Also die Farben wirklich in diesem Titel sind richtig, richtig toll. Richtig cool. Auch hier nochmal so ein paar einzelne Seiten raus. Also jedem zu empfehlen, der A, erstmal grundsätzlich auf Wikinger steht, dann soweit offen ist und sagt so, geil, ich will wissen, wie reagieren die halt, wenn die auf Außerirdische treffen. Ne? Was passiert dann mit denen? Was für Waffen eignen die sich an? Wie werden die umfunktioniert? Dann würde ich sagen, ist es für jeden, der so auf diese abgedrehte Zeichenstil und auch eben auf diese geniale Kolorierung steht. Also ich bin total begeistert, kann The Spider King nur jedem empfehlen. Und das wollte ich ja auch nicht vergessen, euch einmal den Größenvergleich noch dazu bringen. Wir haben hier den Nummer 1 Band von Saga und jetzt seht ihr, wie groß der ist. Ne? Also das ist auch wieder sehr, sehr cool, dass CrossCult hier auch wieder dieses Werk in dieser richtig genialen Größe einfach bringt. Also noch dazu, das ist ja auch nochmal so eine Sache, die erwähnt werden soll, das zeige ich euch jetzt gerade mal, weil ich es instant aufgeschlagen habe. Das ist eine der Bonusseiten. Also es gibt hier so Cover und auch Skizzengalerie. Also auch mit Bonusseiten wird hier nicht gespart und guckt euch das an. Das ist super geil. Ne? Also das sieht mega aus, finde ich. Von den Stil haben wir zwar so jetzt im Comic halt nicht, aber ich finde es dann cool, wenn man dann einfach mal bei den Covern wirklich unterschiedlich das Ganze angeht, ein bisschen damit spielt. Ne? Also hier haben wir dann auch nochmal Variant-Cover. Das sieht richtig, richtig cool aus. Also gefällt mir richtig gut. Auch eben das ganze Bonusmaterial, was hier mit drin verpackt ist, Covergalerie. Ich gucke mal gerade, ob ich zu den Skizzen auch nochmal was zeigen kann. Ja, genau, hier haben wir auch nochmal Skizzen. Auch nochmal mit Kommentar mit dabei. Also wirklich für jeden, der irgendwie ein rundes Paket haben möchte, mit Covergalerie, mit Skizzen, ist was dabei. Und ich zeige auch am Ende hier nochmal ganz kurz, das sind die Schaffenden, die hier mit drin sind. Der Josh Wayne und der Simone de Armini. Genau, sehr, sehr cool. Aber steht daneben auch, was die guten Leute so vorher gemacht haben, wo die schon mitgewirkt haben. Ja. So, das wäre meine Review zu The Spider King. Ich hoffe, die hat euch gefallen und einen kleinen Einblick in diesen Comic geben können. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wie hat euch der Einblick gefallen oder vielleicht auch das Werk, wenn ihr es denn gelesen habt, würde mich wirklich interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder auch ein Abo da, das würde mich sehr, sehr freuen und würde mich weiterhin auch so unterstützen. Und dann ja, wünsche ich euch viel Spaß beim Comic- und Manga-Lesen, wünsche euch eine schöne Zeit und macht's gut, haut rein, euer Ingo.